Hallihallo, Hallöle, ja, da bin ich wieder, euer Döskopf, und heute spielen wir wieder eine schöne kleine Runde South Park Stab der Wahrheit. So, das letzte Mal waren wir, glaube ich, stehen geblieben beim Mongolenturm und haben dann noch einmal Mr. Sklave und wie heißt er? Den Mr. Lee ausprobiert, ne? Kimchi. Ja, genau. Gucken wir mal, wie es bei den Quests aussieht. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Da. Genau. Wir könnten erstmal noch die Schweinebärmann-Sensoren anbringen. Noch ein paar Obdachlose verkloppen. Ein paar wilde Tiere jagen. Den Chimie-Express haben wir schon fast fertig. Geil. Das Versteckspiel, ne? Das muss man ja auch noch abschließen. Genau, hier gibt's was. Eine Schweinebärmann-Antenne. Laufen wir mal dahin, ne? Dann müssen wir einmal runter und nach links. Und halten die Augen offen, ob wir irgendwo kleine Kinder finden. Kindergärtner. Kann man hier nicht runter? Doch, hier, oder? Da ist es. Ich hoffe, man hört den Ventilator hier nicht brummeln, aber. Ah, hallo, Halli, hallo, Hallöle, Shadow Lilith. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hört man meinen Ventilator? Ich habe extra das Fenster zugemacht, damit man wieder die Kinder nicht schreien hört. Und mir den Ventilator diesmal angeschaltet. Ein bisschen Sorge, dass man den hört. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Wie bringe ich hier diese Antenne an? Momentchen mal. An einem elektrischen Transformator? An einem Brandgefahrmesser? Ah, ich weiß wo, ich weiß wo. Das war diese Tafel, genau die hier. Ja. Du hörst den Ventilator nicht. Super, das ist gut. Na dann ist mal schön. Wir sehen uns dann später. Was gibt's hier? Nutze eine Flasche Reinigungsalkohol, um die Mutantenbakterie herauszulocken. Okay. Mutantenbakterie. Ich denke mal, wir müssen da jetzt zum Mülleimer hinter, ne? Hier hin. Wo gibt's hier eine Oh, please. Mutantenbakterie? What goth kid walks around in those clothes? Oh, man. I thought we were going to have fun. Momentchen mal. Was so viel Zeug hier. Jetzt muss doch bestimmt irgendwie unter Spezialitems irgendwo sein. Verbrauchsgüter? Weiß es nicht. Bin mir nicht ganz sicher, wie das gehen soll. Vielleicht muss man dazu erstmal in die Schule reingehen. Ich glaube, wir können hier noch gar nicht rein, Hey, new ne? kid. Ne.
Dann kommen wir ein andermal wieder, oder? Zeig doch hier, ne? Vielleicht haben wir die Flasche Reinigungsalkohol gar nicht. Ich müsste die erst noch irgendwo bekommen. Vielleicht bei dem oben kaufen. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Schwanzkäse, um die Penismaus zu finden. Wirklich? Wirklich, Leute? If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. Wow, wow, wow. He's the best. Wir gehen mal auf die zweite Ebene hoch. Ich muss da auch irgendwo noch die kleinen Kinder finden. Ne? Die sind, glaube ich, in den Geschäften noch mit drin. Ne? Neue Nachricht von Mr. Kim. Was hat er denn? Wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich werde über deine Feinde kommen wie Smog über Shanghai. Geil. Also ich klappe jetzt mal die Gebäude hier der Straße lang ab, um zu gucken, ob ich irgendwo kleine Kinder finde. Ich bin ziemlich sicher, die verstecken sich hier irgendwo. Skeeter really cleaned up that bar of his. Next thing you know. Wir wissen, was das da ist. Das sieht komisch aus. Maybe they'll put a picture of me in the article too. Also hier ist keiner. Kanalisation. Ah, da ist ein Kind. Und weiter komme ich ja noch leider noch nicht. Fillmore told me to pick that spot. Pretty good, huh? Wer versteckt sich denn freiwillig in der Kanalisation? Das stinkt doch wie Sau. Widerlich. You will never get laid looking like that, kid. Hey, war doch nicht so frech. Zwei Kinder fehlen noch. Hey Butters, sweet kid. Der will immer alle ausrauben. Also hier sehe ich kein Kind. Die Mucke. Protect my balls. Lovely weather. Kein Kindergartenkind. Die müssen hier doch irgendwo. Was machen die Elfen da oben? Ist hier hinten was gibt? Also außer natürlich. Naja. Well, well. Ah!
you keep a secret? Neither can I. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn ich hier... Sorry, kid. Come back when wenn ich dem Geld gebe, verliere ich das ja direkt. Was ist denn, wenn ich, weiß nicht, das ein paar Mal mache? Passiert dann irgendwas anderes? Oder... Welcome to the Bank of South... Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone! Welcome to the Bank of South Park. Would you like to... A smart choice, kid. First thing we'll do is take that money and invest in a Colorado tax-free municipal bond fund and then give the dividend to my buddy at Goldman Sachs, who'll give it to his buddy at J.P. Morgan, who has a LIBOR-adjusted cross-currency obligation, and it's gone! Welcome to the Bank of South Park. Would you like... You're obviously an experienced and sophisticated investor, so let's just take that money and put it into a secure and qualified account, and it's gone! Habe ich noch Geld? Ich habe kein Geld mehr. Ich lade nochmal. Ist das? Ja, ne? Ich weiß nicht, ich muss mal irgendwann, wenn ich richtig viel Kohle habe. Ah, willkommen zurück. Hast du schon gegessen, ja? Wow. Wenn ich mal richtig viel Kohle habe, muss ich mal irgendwie schauen, ob ich das hier ein paar Mal machen kann, um zu gucken, ob das irgendwann noch aufhört. Oder ob das einfach nur endlos Geldverschwendung ist. Jetzt traue ich mich gerade nicht. Ich habe noch nicht so viel Geld. Also ein Kind fehlt noch, ne? Wo könnte der sein, der Kleine? Jetzt wieder zum Spielplatz. Ich glaube nicht, dass der sich auf dem Spielplatz direkt versteckt. Oh. Ich könnte ihm einen Hinweis geben. We'll play again later, right? You won't find me next time. Next time you can hide. Hiding is fun. I'll hide better next time. I'll hide better next time. Next time you can hide. Die war doch ein Gegner, oder? Uff. Ah, ich wollte eigentlich gar nicht kämpfen. Oh boy, bad guy. Okay, und der erste Kampf für heute. Mal schauen, ob wir es noch drauf haben. Jetzt schon überall. Ich bin der Meinung, wir haben die ja damals hier angetroffen, ne? Und sind seitdem so eine Runde gelaufen, ne? Einmal hier oben lang und jetzt auch wieder quasi hier unten lang, ne? Das heißt, wir müssen auf der untersten Ebene noch einmal gucken, ob wir da irgendwo ein Kind finden. Was fehlt hier? Kanalisation, da komme ich noch nicht weiter. Token gehe ich jetzt noch nicht hin. Ah, hier ist Tweak. Was gibt's da oben? Die Farmkuh. Aha. Aber nach Kanada gehen wir noch nicht. Aber wir können mal nach oben gehen. Also mal nach oben hier zur Kuh. Also ich bin der Meinung, hier waren wir ja schon überall, ne? Nachdem wir die Kinder angesprochen haben. Da glaube ich nicht, dass sich hier irgendwo ein Kind versteckt.
Es sei denn, Big GL hat zufällig gerade eins. Da, wo keine Sonne scheint. Da könnten sich ein paar Kinder verstecken. I'll give you a good price. Also zur Farmkuh. Ich weiß gar nicht, ob diese Bosse jetzt noch zu stark sind oder ob das passt. Ist das hier die Glocke? Nee. Wie macht man das mit der Glocke? Ich weiß gar nicht, wo ich die anbringen soll. Nicht hier? Ah. Ich dachte, jetzt kommt ein Bosskampf. Ich hab die Kuh mit einem Schlag. Weil ich der mächtige Tor bin. Also das letzte Kind, ich weiß auch nicht, was das letzte Kind sein soll, aber ich denke mal, es wird dann irgendwo auf der unteren Ebene sein müssen, weil wir haben ja jetzt die oberen zwei abgesucht. Muss ja dann irgendwo unten sein. Wir können ja mal runtergehen zu Craig's Quest. Ne, Tweak's Quest. Das ist hier unten bei Kenny. Und auf dem Weg dann mal gucken, ob wir irgendwas finden. Das ist ja hier, ne? Also hier sehe ich kein Kind. Oh, oh, was war das? War das was Butters? Nee. War doch gerade irgendwas grün oder so, oder? Ansprechbar. Ah. Das ist ein Kampf. Diese Wurfwaffe ist so völlig overpowered. Ich mache mit einer Attacke gleich dreimal Blutung irgendwie und Verbrennung. Total overpowered. Ich sollte doch die Zutaten für den Kaffee holen, ja? Die lokalen Zutaten für den lokalen, gesunden, frischen Kaffee. Das ist eine Crackhöhle oder Methhöhle. Jetzt weiß ich, was im Kaffee drin ist. Und warum Tweak immer so aufgedreht ist. Yeah, yeah, we got the package for Tweak Coffee. You got the envelope?
These witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Hey, that's not the usual kid that picks up the package. Huh? Oh, shit. It's a Kip! Ich bin ein Kopf. I'm Butters the Merciful of the, well, of the Knights of Kind Heartedness. Release brutality! Oh! Feel my righteous fury! So einfach, ey. Autsch. No. Echt, ey, Wurfwaffen sind so overpowered. These guys may be Santas. Oh. Ich wollte dagegen furzen. This cop's crazy. Ich komme zum Feuer nicht ran. Okay. Die El Gore Mini-Mission haben wir. Aber was fehlt hier noch jetzt? Nach dem Paket. Willst du jetzt irgendwo noch das Paket finden? Habe ich ein Paket übersehen? Das wird doch das hier sein, oder? Ja. Tüte mit Crystal Meth, sag ich doch. Nur das Feinste, ja? Für unsere Kaffeeliebhaber. Feinster lokaler Crystal Meth. Nenn mich Heisenberg. Aber kein Kind hier, ne? Sollen wir trotzdem mal reingucken? Ob da ein Kind rumwuselt? Sorry to hear about the renters. Oh. Usually they're real fun and energetic. Es fehlt ja nur noch ein Kind. Wir werden das schon finden. Du entkommst uns nicht, kleines Kind. Zu früh gedrückt, ne?
Naja. That didn't count. That was close. Gegner sind irgendwie viel zu einfach, ne? So, ich will jetzt aber nicht in jedes einzelne Haus nochmal reingehen, um zu gucken, ob irgendwo ein Kind ist. Also ich bin der Meinung, es müsste irgendwo draußen versteckt sein, oder? Ne, das ist Bradley. Oder soll ich jetzt wirklich noch mal in jedes Haus reingehen? Im KKK wird ja doch kein Kind sein, oder? How may I be of service? Here's what we're selling today. All yours. A nice purchase. Good choice. How may I be of service? Got some pretty good wares here. What are you selling? Den ganzen Kram können wir ja verkaufen, ne? Ist ja alles Müll quasi. Bin ich der Meinung, oder? Kacke, die gepinkelt hat. You name it, we'll sell it. Deal. Good choice. Ich kaufe alles, was du hast. Wo ist das letzte Kind? Ich bin Döskopf, professioneller Kinderjäger. Dann muss ich wirklich nochmal in die Häuser rein, aber ich glaube nicht, dass ein Kind sich irgendwo in einem privaten Haus versteckt hat. Kommt ja gar nicht da rein. Quasi, also normalerweise möchte man meinen, dass Kinder nicht einfach in fremde Häuser reinlaufen, oder? Hier weiß ich immer noch nicht, wie es weitergeht. Die hier haben wir schon besiegt. Ich denke, das wird später noch irgendwas, oder vielleicht ist es bloß zur Deko. How did your ass learn such incredible magic so easily? Wo ist das letzte Kind? Ich glaube, wir können jetzt zu Jimbo und ein paar Belohnungen abholen. Wir können zu Al Gore, glaube ich. Zu Tweet Bros können wir gehen. Was fehlt mir noch?
Okay. Wir gehen mal zu Jimbo hoch. Guck mal, was der uns gibt jetzt. Dafür, dass wir die Kuh. Die Ausrüstungszeug gegeben, okay. Ich bin ja schon Level 4, ne? Ich könnte theoretisch jetzt das Ding anlegen. Aber das trifft nur einmal. Ich mag das, dass es mehrere Ziele trifft. Kann ich gleich alle bluten lassen und brennen lassen. Aber einen neuen Helm vielleicht. Okay. Ich habe echt gedacht, der KKK-Helm wäre so eine Kapuze. Weiß nicht. Dass der sich heilen kann, finde ich gerade ziemlich cool. Das würde ich lieber so belassen. Und was sag ich jetzt hier? Okay. Ah, Moment. Da gab es doch noch die Zweihandwaffe. Das kann ich doch jetzt nehmen. Das ist doch stärker, oder? Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir den Blitz raus. Wir wählen. Was haben wir hier? 53 bis 75 mal 2. Ja, und die nehmen wir. Und dann machen wir mal, was machen wir da rein? Ja, Blitz war gut. Bleiben aber Blitz. Dann, ich weiß nicht, nochmal zur Schule und nochmal das mit dem Bakterium probieren? Das muss doch irgendwie gehen. Irgendwie beim Mülleimer. Vielleicht habe ich da nicht richtig rumgedrückt. Ich drücke A wie bekloppter. Aber soll ich ein Bakterium bekämpfen? Also gehe ich doch mal davon aus, dass man das irgendwie aus dem Mülleimer rauslocken soll, oder? Keine Ahnung. Man kommt später in die Schule rein. Vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwo in der Schule und nicht irgendwo außerhalb der Schule. Aber das war jetzt für mich der logischste Punkt. Am Mülleimer. Keine Ahnung. You're kinda creeping me out, dude. Da rein kommen wir ja noch nicht. Okay. Also dann kann er so im Kommen noch nicht weiter. Ich bin der Meinung, das haben wir schon gemacht. Ne? Verstehe ich gerade nicht genau. Ja, genau, kehre zu Tweak zurück. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu Elbor hoch.
Da kann man das noch nicht. Ja, dann geben wir kurz mal Al Gore Bescheid. Und dann machen wir bei Tweak weiter. Keine Ahnung, wie es jetzt hier bei der Schule weitergehen soll. Später halt. Wo könnte das letzte Kind sein? Hier drin irgendwo? Geh erstmal zu Al Gore. Wo ist der? Links. Excuse me. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Manbear Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Manbear Pig base. Al Gores Lagerschlüssel haben wir jetzt bekommen. War hier noch irgendwo was? Nee, ne? Komisch. Echt komisch. Aha. Hm. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Kanalisation, oder? Ich soll unter die Erde gehen, also Kanalisation, denke ich mal, ne? Und die war hier hinten, ne? Okay. Mensch, der Typ, ey. Gehen wir erstmal zu Tweak. Ist er gleich hier. Das wurmt mich, wo das letzte Kind ist. Ich will es jetzt auch nicht googeln, also ich will es schon irgendwie selbst finden. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es wirklich irgendwo in einem Privathaus ist und es waren so viele. Ja. Where's today's delivery? Right here. Hmm, yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Tweak-Schlüssel. Das müsste doch jetzt das hier sein, oder? Ja. Klosterbruder. Verschwörungsartikel. Woher du weißt, dass du verfolgt wirst? Abhörgeräte. Wem kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweiht? Ah, das wollte ich gar nicht posten. Wie lösche ich das? Ah, der Kleine. Mit Freunden? Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, right? You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. If you ever want some work done, I know. See Doc. Hör auf, von meiner Nase zu reden. Die wollen mir alle irgendwelche Schönheits-OPs irgendwie aufquatschen. Vielleicht ist hier ein Kind drin. This November, Adam Sandler shits in your eyes, ears and mouth. It's Adam Sandler in Rated R for Pirates. F*** you.
Rob Schneider is a somewhat popular comedic actor who seemed to have it all. Das ist doch. Wo kann das letzte Kind sein? Muss ich jetzt echt die Häuser abklappern? Wie kein Kind. Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Die Quest kann ich, glaube ich, noch nicht weitermachen, weil ich hier noch nicht weiterkomme. Also ich gehe mal davon aus, dass ich hier unter South Park, also in der Kanalisation, ne, will er, dass ich was mache. Da komme ich jetzt noch nicht hin. Ich weiß halt nicht, ob ich das, ob ich die Kinderquest jetzt am ersten Tag abschließen muss oder ob ich die auch am zweiten Tag weitermachen kann. Oder ob sie dann halt als fehlgeschlagen gilt, ist die Frage. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yards. I'm gonna check it out. Ich will es echt nicht googeln müssen, ey. Ah, das ist doch blöd. Romper Stomper ist endlich weg. Ich dachte, du bleibst hier stehen. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwo... Hast du in der Kanalisation in der Nähe des Postamts gesucht? Ja, ja, da war ich. Da kommt man dann nicht weiter, aber da habe ich ein Kind gefunden, gleich am Anfang. Komisch. Sorry. Und ganz kurz mal was in Discord. Okay. Also hier komme ich nicht weiter mit dem Reinigungsalkohol. Weiß nicht, keine Ahnung warum. Ich könnte jetzt hochgehen zu Token, aber dann ist, glaube ich, der Tag vorbei. Und ich wollte eigentlich das mit den Kindern noch machen, bevor der Tag vorbei ist. Was? Vor dem Turm der Mongolen, östlich das Restaurant. Meinst du Shitty Sushi oder was? We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yard. Also direkt östlich vom Turm ist das Shitty Sushi. Ist kaputte. Oh, warte, was ist das da? Kann ich das da? Nee, schade. Also hier sehe ich nichts. There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it. What are you looking at, pussy? Hinter einer Straßenlaterne. Ich glaube, die habe ich schon gefunden. Da war irgendwas mit einer Straßenlaterne.
guckst du gerade online nach? Ja, hier geht's jetzt direkt zu Token. Ja, hinter einer Laterne habe ich schon ein Mädchen gefunden, ja. I wish I had some Frank. Dann würde ich wirklich die Häuser nochmal abklappern gehen. Das wollte ich aber eigentlich noch nicht machen. Ich der Meinung war, es kann eigentlich nicht sein, dass die in so einem Haus sind. Ansonsten, was ich mir vorstellen könnte, ist eventuell im Norden, also ganz im Norden, Richtung Kanada hoch, nach der Farm in diesem Wald. Aber da komme ich ja jetzt noch gar nicht hin. Dann müsste ich das Aquarium am zweiten Tag machen. Am Starksee meinst du, ja? In der Meinung, da war ich auch schon. Ich guck mal nach. Okay, danke. Das war die letzte. Ich war schon mal hier, aber halt vorher. What if you never found me? Okay, das ist echt krass, wie die hier versteckt sind. Danke dir. Dann gehen wir mal die Belohnung abholen. Und danach würde ich dann direkt zu Token hochgehen. Den Wächter dort verprügeln. Na, hier kommen wir doch nicht mehr weiter. Der Schwanzkäse mit der Penismaus. Benutze den Schwanzkäse, um die Penismaus rauszulocken. Das mache ich doch jeden Sonntag. Nichts Neues für mich. You win! Yay! Wow, so viele neue Freunde. Oh, ich habe einen neuen Vorteil. Jetzt weiß ich gar nicht, was man noch nehmen könnte. Ich habe eigentlich schon alles genommen, was mir jetzt gerade was jetzt bei meiner Ausrüstung ganz genug Sinn macht. Ich würde auch mal abwarten, bis die hier freigeschaltet werden. Mal gucken, ob ich da was Cooles finde, später. Weißt du, jetzt nicht gleich alle Punkte verschwenden, dann später gibt es Skills, die ich dann nicht mehr nutzen kann. Wäre ja blöd. So, also jetzt geht's hoch zu Token. Können wir den Tag fertig machen. Dazu müssen wir uns die Maske aufsetzen. Douchebag, we aren't really being good teammates here. Can we get back to the quest? Alter, ich mach doch gerade die Quest. Was meckerst du rum? Butters. What the fuck? Ha! Oh no! Ah shit! Kann ich eigentlich? Oh, ich kann die Beschwörungen wieder einsetzen, weil ich habe ja gespeichert. Eigentlich komisch, ich habe eigentlich nach den Beschwörungen gespeichert,
Aber das hat er irgendwie nicht so registriert oder keine Ahnung wie, warum. Hihi. I'm gonna do my war dance now. Eine Attacke, besiegt. Eine Attacke. Ja, den Elektrostab schön auf den Hintern. Mhm. Klosterbrudermütze. König der Löwen. Die hat er doch nur, weil er schwarz ist. Oh, ich sehe da was. Shinpo, come on! Velociraptor! Rapstar! Der Velociraptor! Alter, der ist ein Rapper! Da komme ich wahrscheinlich erst später hin, wenn ich dieses Sondending habe. Can I help you? What's this? Oh, the elf stick the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Oh, ich wollte ihn noch ausrauben. Oh. Na gut. Scheint mir so, als hätten wir jetzt alles gemacht, was wir heute machen können. Also gehen wir zu Eric zurück, ne? Zum KKK. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Move along, sir. I can't. Okay, was wollte der hier? Oh, 7 neue Freunde, Alter. Feuerärsche 2 ist draußen, Jungs. Die haben 250 Millionen dafür ausgegeben. Das wird echt genial. Can't look at you without feelings of deep personal shame. Terrence und Philip, Ärsche aus Feuer. Soldiers reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. We have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Dragon Shout! Mein erster Zauber! Erstmal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas
Neues machen kann. Welcome to our base. All are welcome here. Well, even though this chronic you and me. At first, I didn't want to join the KKK at all. But the Grand Wizard made some really good points. Can't talk. Need to practice. You fight well, Dragon Shout. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. Ich schwöre. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Huh? You don't need to hold it in, dude. You're not some chick at a party. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. My God, that was incredible. Ich kann furzen. Years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that aber niemals auf die Eier. Could it be that the dragon bone has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Candy. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Candy. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Candy the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking odd! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Candy. That's all for now. Thank you, asshole. Okay, okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shouts. From now on, it will be easier for you. Ich glaube, ich weiß gleich auch gleich, wo ich das probieren möchte. An dieser Stelle, wo diese Kohle war, und an der Stelle am Turm, wo dieses Shin-Pokémon war. Kenny als Begleiter. Aber, ich weiß gar nicht. Wen wollen wir denn nehmen? Kenny oder Butters? Da kann man gerade gar nicht auswählen. May I be of service? Got some pretty good word here. All yours. Also, gehen wir mal furzen. Also, ich bin der Meinung... Irgendwo hier, nach links, gab es so Holzkohle und oben am Turm gab es eine Stelle, wo ich das noch probieren wollte. Also es könnte sein, dass wir hier auch nach rechts mussten. Ich glaube, ja. Weiter rechts. So, jetzt können wir den Begleiter wechseln. Wen nehmen wir denn? Kenny oder Butters? Das Gute an Butters ist ja, der kann uns heilen. Und Kenny? Keine Ahnung, was der so Tolles kann. Der kann Gegner ablenken.
Finny ist die schönste Maid im ganzen Land. Oder zumindest will er als solch bekannt sein. Abgesehen von seiner Unfähigkeit, lange tot zu bleiben, ist Finny ein ausgezeichneter Bogenschütze und beherrscht königliche Magie. Finny kann befohlen werden, seine königlichen Brüste zu zeigen, was kämpfende und anderweitig beschäftigte Feinde ablenkt. Los, Finny, pack die Dinger aus. Irgendwo war doch... Nein, war das doch nicht hier? Bin ich blöd oder was? Ich war doch irgendwo... Ich gehe jetzt erstmal zum Turm nach oben. Gucken wir erstmal beim Turm nach. Hier. Wie mache ich das jetzt? Moment. Brokkoli. Ist das so ein rassistisches Ding, dass die Asiaten Brokkoli nicht aussprechen können? Brokkoli. Und das andere muss dann doch hier links gewesen sein. Also von diesem Punkt aus. Irgendwo war da so ein Haufen Holzkohle und ein Grill. Ja, ich glaube, hier kommt er gleich. Moment. Boom! Hat's verdient. Ja. Was? Willst du heulen? Willst du heulen? Ich mach deinen Schneemann kaputt. Was machst du jetzt, hä? Ich bin so böse. Da! Okay. So, also jetzt bin ich der Meinung. Ja. Gehen wir zur Schule, ne? Oh, nicht zur Schule. Ich will noch ein bisschen länger schlafen. Und befreien Craig. Jetzt kann ich auch Magie benutzen. Magie. Drachenschrei. 40 Mana, so viel habe ich gar nicht. So viel Mana habe ich gar nicht. Verzauberung. Okay, da kannst du halt einen von denen anflirten, ne? Oder Fähigkeiten. Kenny knutscht deine Feinde ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Weil ich ein Junge ist. Pelzige Freunde. Kenny verzaubert die Kreaturen der Natur mit ihrer Schönheit und entsendet sie gegen deine Feinde. Ja, komm. Schüttel links und rechts. Was? Achso, erstmal aktivieren, ja. Das
Okay. Ich glaube, wenn man es nicht schafft, sie abzuschütteln, dann fressen sie ihn einfach auf. Ich glaube, der hat auch reflektieren gemacht, richtig? Y für einen Fort? Auch interessant. Der Furzangriff. Oh Gott, ey. Das Spiel ist einfach so abgefuckt, ey. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention! Now start doing your homework! Okay, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Okay. Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich vielleicht irgendwie mit einem Furz oder so vielleicht dieses Bakterium rauslocken kann. Gehört? Ich habe gefurzt und Cartman hat irgendwo im Hintergrund gelacht. Na gut, anscheinend nicht. Ich denke, ich werde das Bakterium irgendwo in der Schule finden. Vielleicht in der Cafeteria oder so, weißt du. Dass das Essen so widerlich ist, dass es irgendwie das Bakterium in einem Eintopf drin ist oder sowas. Weiß der Geier was. Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Mir egal. Ein Gegner? Was will denn ein Gegner gegen mich machen? Also, da müssen wir gleich mal klären, ja? Keine Sorge, Kinder, ja? Das mag jetzt sehr grafisch wirken, sehr abstoßend, aber ihr müsst euch eins merken. Eins. Es ist ein Rotschopf und Rotschöpfe haben keine Seele. Rotschöpfe sind keine Kinder, Rotschöpfe sind keine Menschen. Jesus Christ. Officer down, send backup. Hey, wie ist der wieder rausgekommen? I repeat, officer. Der ist rausgekrochen. Hallway monitors to the right hallway. Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Oh, level 5. Ah, Dragon Shout. Ouch. Also hier könnte man jetzt nach rechts gehen. Hier geht's nicht weiter. Oh.
Was haben wir denn da? Miss Crabtree. Die mit den Riesendingern. Chefkoch. Pip. Oh, wie der Roadshop heißt, weiß ich gar nicht mehr. Aber wen interessiert, ist ein Roadshop. Mr. Mackie. Ah, diese Miss Claridge, ja klar, oh, die Arme. Die haben die Kinder ja in Brand gesteckt, um sie dann auspinkeln zu können. Oder irgendwie sowas. Oh Gott. Butt out. Ja, das war die Zigarettenfolge. Okay. Finde ich schön, diese Erinnerung. Erstmal das hier. Jetzt gucken wir hier nochmal. Das Cultural. Was? Celebrate Cultural Diversity? Nö. Ist nicht. Diversity, wer braucht das schon? Leg Tadi Kaka. Oh, das Behindertencamp. Geil. Musical Event of the Millennium. Das ist das, wo die braune Note hatten, wo alle sich eingeschissen haben. Im ganzen Land. Alle, die zugehört haben, haben sich eingeschissen. Oh Gott. Und natürlich Cartmans Schwanzliste. Ja. Ich meine natürlich Penisgrößenliste. Okay. Nee, du. Intruder Alert! Initiate Security Protocol! Stell dir vor ein. Was? Stell dich vor ein Feuer, um den Drachenschrei darauf zu wirken. Ziehe R nach unten und dann nach oben, um den Drachenschrei zu entfesseln. Die haben Kinder! Alter. Ach nee, Moment, waren es wieder Rotschöpfe? Dann ist ja okay. Ich tut mir leid, ich habe gerade Kinder gesagt. Was für Kinder? Oh! Pudelsaurus Rex. Geil. You might as well give up, because I've hidden the key somewhere, and you'll never find it in my office. Oh, damn. Aha, in deinem Büro also. Okay. Müssen wir noch irgendwie in dein Büro reinkommen. Mr. Mackey, okay. Silberschlüssel brauche ich hier. Ich habe da so einen Verdacht. Hätte wahrscheinlich auch was anderes machen können, da hangen noch andere Sachen an der Decke. Aber das Telefon war gerade auch nie schlecht, finde ich. Gucken wir jetzt mal den Kuss an, ja? Ah, ich hab zu spät losgelassen. Ah, bisschen zu lange geküsst. Ach, meinst du? Also man hätte bestimmt auch hier was machen können. Die armen Kinder, ey, die werden hier erschlagen. Gesehen.
Ich bin ein Rotschopf! Jetzt bin ich ein Schädel, bin ich ein Rotschopf mit Schädel. Ein Schädel? Ein Totenkopf. Rotschopf. Ich weiß nicht wie, aber ich war der Meinung, man konnte irgendwie den Helm ausblenden. Ich weiß nicht wie, ich würde so gern ohne Helm rumlaufen, einfach nur, damit man die Haare sehen kann. Ich weiß nicht genau, wie man das machen soll. Mehr gibt's nicht an den Einstellungen. Messingschlüssel, also wir brauchen einen Silberschlüssel und einen Messingschlüssel. The protector of the brass key will never surrender. Aha, der hat den Messingschlüssel, okay. Gut. Um an manchen Hindernissen vorbeizukommen, benötigst du Hilfe von deinen Begleitern. Halte LB gedrückt und wähle das Tool Begleiter befehligen oder tippe LB an, bis es ausgewählt ist. Ah, okay. Und jetzt? Ah, der soll den wahrscheinlich jetzt irgendwie anmachen oder so. Was? Pack deine Titten aus, Kenny! Oh, wow. Boobies. Must have. Must touch boobies. Rotschopf-Helmfrisur wird immer schlimmer. Nicht bloß Rotschopf-Lockenfrisur, Rotschopf-Helmfrisur. Mehr gibt's ja nicht, oder wie? Herpes! Ah, ist das Herpes, der Arme. Der benutzt ein Item, um sich zu heilen. Kriegt dann aber durch Verblutung. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay.
Gut, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Also was ich sagen wollte, der nutzt ein Heil-Item, verreckt dann aber trotzdem einfach nur wegen der Blutung in dem Feuer. Das ist so geil. Basement. Kann ich noch nicht rein, okay. Was? Kotstulle Abstimmung. Oh! Kenny, geh mal zur Seite. Da ist ein Kind im Schrank. Also, da war mal ein Kind im Schrank. Irgendwas auf dem Donner. Irgendwas, komm schon. Oder muss ich echt gegen den kämpfen? Muss ich wohl kämpfen? Ach so, mit dem kann man reden. Okay. Erstmal looten. So. Ach so. Kenny muss hier wieder was machen. Ah, der ist verletzt. Hier muss man jetzt, Butters, ne? Butters kann heilen. Yes, sir. Jo, alles wieder gut. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Moment, da war doch noch was, oder? Hier? Ja. Der Fünf-Finger-Fister. Dildo. Hier ist der Silberschlüssel. Erstmal alles looten. Schamhaare. Mr. Mackie hat Schamhaare. Also im Regal. Also das war jetzt nicht sonderlich schwer. Ja. Ziemlich cooles Game sogar. Deadly Fourth is authorized. Roar!
Ich hab Angst, dass er gefressen wird. Aha. Mach ihn einfach platt, bevor er es machen kann. Verdammt, doch nicht geschafft. Ach, so schlimm war das gar nicht. Oh ja. Spinnschlüssel der Gangaufsicht, geht doch. Keule der Heilung. Mal gucken hier, was es gibt. So, wir haben die zerschmetternde Keule. Und das ist die Keule der Heilung. Aha, halt ein bisschen beim perfekten Angriff. Ja. Völkerball. Abprallen trifft ein zufälliges Ziel. Ja, nee, ich finde das schon besser, dass ich 3 Ziele treffen kann. Ich brauche sowas, was so ganz viele Ziele trifft. Ist eigentlich egal, wie viel Schaden es macht, weil es jedes Mal Blutung und Feuer verteilt und alleine das ist schon mehr wert als ein Angriff. Finde ich zumindest. Moment. Stimmt, ich kann ja noch Sachen, ich kann ja noch Dinger in die Kleidung reinstecken, ne? So hier. Oh, jeder Angriff? Ist das auch für Fernkampfangriffe? Geil. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel MP, weil ich ja nur immer nur meine Dartpfeile werfe. Oh, das hier ist cool. Jeder Angriff saugt 10 TP von deinem Ziel ab. Und dann hier. Du heilst jede Runde 1 MP. Du heilst jede Runde 5 TP. Solche Sachen sind doch cool. Du hast 10% mehr Geld. Ah, da kommt der innere Jude raus. Das MP brauche ich gar nicht, also. Ja, mehr Rüstung. Super. Jetzt sind wir noch stärker. Ich habe komplett vergessen, dass man der Ausrüstung ja auch diese Dinger reinsetzen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Irgendwelche Flecken sind das. Rüstungsflecken. Oh, ich war jetzt nicht im Basement. Ich habe auch keine Cafeteria gefunden. Also keine Ahnung, wo ich jetzt dieses komische Bazillending herbekommen soll.
Kann ich nochmal rein? Ich versuche nochmal dieses Bazillending zu finden. Vielleicht kann ich jetzt doch in den Keller runter. Ach, das ist die Cafeteria, ja? I'm a big boy. Der arme Mackie. Werde ich wahrscheinlich später nochmal reinkommen können, irgendwie. Ich brauche den Cafeteria-Schlüssel und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann irgendwo in irgendeinem ranzigen alten Essen dieses Bakterium finde. Und irgendwann muss ich noch ins Basement. In den Keller. Irgendwann. So. Zum KKK. There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it. Ah! Warum habe ich jetzt nicht denn die Schnellreise genommen? Das ist ein Rätsel, was wir niemals lösen können. Und wo ist eigentlich der letzte Schnellreisepunkt? Ob der dann hier oben bei Kanada ist? Weil mir fehlt ja noch ein Schnellreisepunkt, ne? Es könnte auch sein, dass der irgendwo hier im Wald ist. Wo wir noch nicht weiter konnten. Bin ich mir gerade nicht sicher. What you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Nein, ich wollte das kaufen. Kauft mir was. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Yay. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Ich dachte, der Tag wäre schon zu Ende, irgendwie. Elf, who can use magic to enchant and destroy his enemies. Irgendwie habe ich das alles falsch in Erinnerung. Then make haste to the training grounds. Alter, hast du gerade meine komplette Ausrüstung verändert? Du mieses Kleines. Dartpfeile sind richtig, aber den Rest hat er einfach komplett gewechselt. Okay. Das Ding hat sogar zwei Slots, ne? Eigentlich voll geil, also. Das sind die DLC-Items, oder? Man heilt sich automatisch mit dem Ding. Was hab ich für ein Ding? Das finde ich aber auch cool, dass man sich heilt, wenn man Gegner besiegt. Wie du da aussiehst. Naja, nur klar. Hat einfach meine Ausrüstung komplett geändert. Ohne mich zu fragen. Craig hatten wir noch nicht, oder? The Bard has no honor. Come on. The Bard has no honor. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle.
Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Malgazin! Malgazin, could you come help us with something? Shh, don't touch it, it's gonna be sweet. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, come and spell! Wie hat er geschmeckt? Dude, that was sweet. You threw that shit right in Scott's face. All right, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag. And never on a man's boss. If the carrier ravens are correct, the guard is hiding out at the inn of the Giggling Donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the oven forest. Let us find the boat and bring him to justice! Make haste to the Giggling Donkey! Douchebag, you better... I'm staying back here to guard the base. Got some pretty good word here. All yours. Deal. A nice purchase. Einfach alles aufkaufen, was es gibt. Zu Jimmys Haus. Großwildjagd weiß ich ja immer noch nicht. Also das können wir nicht mehr weitermachen. Das können wir nicht mehr weitermachen. Das können wir nicht mehr weitermachen. Team Express auch nicht. Also gehen wir zum Baden. Ist halt so. Na? There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters! Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Okay. Ab geht's. Geil, die Fetter hier sind aufgemalt auf dem Pappkarton. Aufgemalte Fetter. You think the boat's really down here? Da steht doch einer. Stirb! I think I hear him. Ich
Hello? Oh, Jesus! It's the Borg! Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in! Douchebag! It's a trap! You should have never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. Was soll ich drücken? Magical songs of enchantment. Ich hab's nicht weggedrückt. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Oi. Sorry. Hey, was soll denn los? Ich hab die gedrückt. You're straight tripping, son. Der Kleine ist fast tot. I have a nice lance that she set up on. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Hey, pass mal auf, du. Ich komm gleich rüber. Hat er gerade einen Deine-Mutter-Witz gemacht? Die Dartpfeile zerstören trotzdem alles. Also, egal was für Gegner kommen, Dartpfeile, Blut, Feuer. Wenn ich eine bessere Waffe finde, vielleicht mit zwei Slots, dann kann ich dann noch Elektro oder dieses Ekelfaktor oder sowas mit drauf machen. Das wäre cool. Boom, Baby. What a butt kicking. I think I just found a new bottom bitch. Ist der Krüppel gerade weggerannt? Ein Krüppel ist vor uns weggerannt? Get down there and der ist schneller als wir? Der Krüppel? Beg for mercy. Nowhere to run, kid. Kann ich die irgendwie ausschalten, ohne gegen die zu kämpfen? Das ist immer das Lustige, wenn man das irgendwie hinbekommt. Dass man den Kampf geht. Oh ja, hier kann ich auf jeden Fall was machen. Was? Halte RB gedrückt und wähle die Furzgranate oder tippe RB an. Ah, okay. Ah, okay. Hey, Sir Douchebag, up here. I'll handle this. Ow. Was für ein Opfer? Ow, my ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Ah.
Habt ihr das gesehen? Ich musste nicht mal kämpfen. Hier was looten? Oh ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den hatte ich schon. Your word is the command, my lord. So, und jetzt sollst du. Ja, du. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can't take care of. You guys go ahead. Es macht Gaudi. For the elf king! Someone help! That came from the kitchen. Come on, the wizard's in the kitchen. We gotta help him. Asshole. Yeah. Take that. I'm ready. Die, wizard. Wait. Shit. It's a good day to die. For you, that is. Ich finde das blöd, dass der manchmal auf Gegner schießt, die schon auf dem Boden liegen. Was soll das bringen? Aber egal. Es ist ja wirklich nicht schwer. Also. Oh, ich bin Level 6. Level 6. Hey, wir haben mittlerweile. Mittlerweile echt starke Waffen, aber. Was soll ich sagen? Es trifft halt nur einen Gegner, ne? Und dieser. Ja, nee, also das ist schon viel cooler, dass man einfach mehrere Gegner trifft. Finde ich auf jeden Fall. Sag mal, hat der gerade gar nichts ausgerüstet? Der Feuereffekt ist gar nicht drin, warum? Hat der Cartman den auch rausgenommen, als der die Ausrüstung geändert hat? Tja, der Feuereffekt war gar nicht drin. Ich könnte eigentlich auch mal den Mongolenbogen probieren, aber. Weiß nicht. Moment. Nee. Hat der Mongolenbogen schon automatisch Feuer drauf? Der hat schon automatisch Feuer drauf. Jetzt habe ich noch Widerlichkeit dazu gemacht. Da probiere ich dann doch mal den Mongolenbogen aus. Einfach mal zur Abwechslung und. Ach, ich habe alles ablegen gemacht, deshalb hat es wirklich alles rausgenommen. Nee. Zumindest bei allen Waffen, ja. Okay, jetzt habe ich das. Okay, also hier machen wir wieder Blitz drauf. Einfach nur, weil wir Tor sind. Und hier kommt jetzt der Mongolenbogen und da machen wir Widerlichkeit noch drauf. So. Jetzt hat der Mongolenbogen
3 Attacken. Feuer. Widerlichkeit. Aber kein Bluten, oder? Die Dartdinger hatten Bluten, oder? Ja. Das Ding hat kein Bluten, ey, das ist dann sinnlos. Das ist dann sinnlos. Dann bleiben wir bei den Dartpfeilen. Jetzt ist die Frage, machen wir statt Feuer Widerlichkeit oder bleiben wir bei Feuer? Machen wir mal Widerlichkeit? Feuer? Na gut. Du bist der Chef! Achso, und Skill bist du wahrscheinlich noch, ne? Ja, Skill. Jetzt kann ich hier drüben anfangen zu skillen, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich einfach jetzt noch ein paar Punkte aufhebe für das, was noch kommt. Ich heb die mir mal auf. Command, my lord. Immer schön looten. Los, los, gieriger Jude. Looten. Your word is the command, my lord. Da war gerade irgendwas mit Fire. Oh, es tut mir leid, aber ich krieg gerade so viele neue Sachen. Ich glaube, das war so ein Ding zum Reinsetzen, ne? Nee, keine Ahnung, was es war. Na gut, also Butters. Heil mal den Fettsack. Yes, sir. Diddy, buddy, you're gonna be okay. His powers were too strong. The bard. He's up in one of the rooms. Ketchup. They took Princess Keeny. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Keeny. I'm not dead. You can't loot me yet. Ich will dich looten. Not dead. You can't loot me yet. Gib mir dein Zeug. Not dead. You can't loot me yet. Gib mir dein Stab. Not dead. You can't loot me yet. Guck mal, ich hab schon deinen Stab, ja? Und meiner hat Elektrozeug dran, hä? I'm not dead. You can't loot me yet. Gib mir dein Zeug. Na gut. The Wizard King is done for. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Elves. You're not getting past us, fucker. Das Fort ist einfach viel zu geil, ey. We should give this in a really mean online review after we're done killing everybody. Hello? Use your magic on the front door, douchebag! Hey, open the door! Dude, you shit your pants. Wind Waker. Yeah. Use your magic on the front door, douchebag! For the KKK! For the KKK! Und der Schwarze hat gesagt! Der Schwarze hat gesagt! Alter, ist das geil? Ist das geil? Der Schwarze hat gerufen für den KKK, also für den Kuckucksklan. Ich fass es nicht mehr. Oh, keep hitting it. I think it's starting to give. Wir gucken, wie ich die. Naja, gut. Stop it. Ich dachte, ich finde noch irgendwas zum draufhauen, aber egal. Well, what the heck? I'm gonna get grounded anyway, you might as well.
Hat der Typ gerade 1000 HP? 1000 HP? I got your back, yo. Alter, 1000 HP. Wir haben einen neuen Angriff. Geil oder ist das geil? Bin ich da. Professor Chaos. I'm gonna mess you up, dude. Oh, Alter, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. We're still doing this, right? Das war in den Arsch gerammt. Ich weiß, die Dart-Pfeile machen nicht viel Schaden, aber die stacken so viele Debuffs auf den drauf. Hast du gesehen, wie viele Schaden einfach bloß durch die 5 Stacks Blutung oder Feuer oder so bekommt? Krass. Jetzt machen wir mal einen finalen brutalen Schlag. Mit dem Furz, denke ich, ja? Mit dem Furz. Hat gar keinen Schaden gemacht. Aber das Feuer hat gereicht. Where's the king? He's over there. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are +4. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Waldelfenrüstung. Du heißt jede Runde 20 TP, solange du einen Bogen benutzt. Zählen Dartpfeiler als Bogen? Oder soll ich jetzt wirklich auf Bogen wechseln? Wenn ich mal einen coolen Bogen finde, dann würde ich es auf jeden Fall machen. No hurry, Douchebag. The princess is just being raped. Keine Eilung, Duschbeck. Die Prinzessin wird nur gerade vergewaltigt. Wir haben Zeit, oder? Oh, lalalala. Ich hab keine Eile. Jimmys Garagenschlüssel, ah. Nice. Was ist das hier? Das Klo ist weg, ist einfach nur ein Wald. Ich hab Zeit. Mach ruhig weiter. Lass dich nicht stören.
you're out of town. Cowabunga! Kann ich den looten? Nein, nicht. Ich will nicht Kenny befreien. Ich will den looten. Kenny befreien. Pff. Gib mir Loot. Ich bin der gierige Jude. Ich will Loot. Ah. Halt nicht. Wechseln wir mal wieder auf Kenny, oder? Kenny ist auch lustig. Hey. Princess Kenny, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Hey, let us up! You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Okay. Zeig deine Titties. Hey, look at what we got here. I'm coming. Da gab's gerade Verbindungsprobleme. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt fehlt, was jetzt weg ist. Mensch. Aber ich hoffe, es ist alles wieder okay. Ich weiß immer noch nicht, wo diese Verbindungsprobleme herkommen. Ich verstehe es nicht. Ich streame mit 4500 Kilobit. So wie es bei 720p üblich ist. Ich könnte mit 6000 streamen. Ich könnte mit 1080p streamen. Ich habe die Leitung. Aber irgendwie will es nicht so richtig. Seht ihr diese Ratte hier? Diese Muskelratte? Die über dem Kind? Das ist ein Gegner, okay. Und die Ratten habe ich gar nicht gemeint. Ich meinte, darunter war so eine richtige Muskelratte. Hallo? Oh, einfach dran Schaden. Alter! Was für Arschen? Ah, neue Fähigkeit. Kenny reitet auf einem magischen Einhorn und trampelt eine Reihe von Feinden nieder. Ah, schade. Aber trotzdem mal einsetzen. Was muss ich jetzt drücken? Nichts, oder? Okay. Ach doch, verdammt. Ah, das war jetzt nicht fair. Haben gerade schon wieder Verbindungsprobleme. Ich raff's nicht. Ich weiß nicht, irgendjemand hat heute was gegen mich.
Reutratte! Das ist ein Chim-Pokémon, okay. Ich dachte, das wäre ein Gegner oder irgendwie was. Pfeil und Bogen. Okay. Kawabanga! You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your 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 destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine. You want to throw down, bro? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Ich finde das geil, wie der Jimmy da immer rumstottert. Nein, echt? Ich war zu langsam. This will be my greatest performance. Wow, what a terrific card. Set him up. Jetzt habe ich ganz viel Mana, weil er mich voller Scheiße gepumpt hat. Aber ich möchte trotzdem eigentlich die Dartpfeile benutzen. Ich frage jetzt mal einfach euch. Soll ich Mana benutzen, also was zaubern? Ein Dragon Shout? Oder soll ich Dartpfeile werfen? Noch ist er noch blutet er, also. Ich muss nicht unbedingt Dartpfeile machen. Was meint ihr, Mana? Mache ich jetzt einfach mal. Geil. You swine shit. Kretze. Ah, ich glaube, der Arme, der Kleine ist erledigt. Guckt euch die Debuffs an. Mensch, du. Oh yeah. Halt. Was macht die Verzauberung eigentlich? Haben wir das schon mal ausprobiert? Das ist dämlich. Das ist so dämlich.
Guck mal, der hat dreimal bluten, dann brennen, dann Fähigkeiten runter, Angriff runter, Abwehr runter, angewidert zweimal, Angriff verringert. Der ist schon erledigt, ey. Close your eyes, no more thinking about the troubles. Sleep now with Jesus. Nicht eingeschlafen. Aber der ist jetzt sowieso tot durch seine Verbrennungen und so. Nee, doch noch nicht ganz, hä? Hat's doch noch überlebt. Aber jetzt ist er dran. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn man mit einem Furz wirft. Ich hab's irgendwie verpeilt, aber den richtigen Moment zu drücken, weil es so faszinierend war. Der furzt den Pfeil an und schmeißt ihn dann los. Geil. Looten. Ich nehm deine Krücke mit. Ich nehm dir die Krücke weg. That's smart. Find his running shoes. Just kidding. Jetzt habe ich das Waldelfenkostüm komplett. Müsste ich es eigentlich mal anlegen, finde ich. Ready to leave, Sir Douchebag? Okay, but hurry up. This inn is no longer safe for our kind. Ich bin der Meinung, ich muss jetzt einfach mal komplett auf Waldelfe wechseln. Die Krücke. Was ist das hier? Warum ist hier bis Level 2? Ach ja, hier. Hat was, oder? So. Muss jetzt wieder Sachen reintun. Was sind das von neuer? Ah, MP brauche ich nicht. Oh, das ist cool. Also entweder jede Runde 5 TP heilen oder 5 Rüstung hinzufügen. Jede Runde ein bisschen heilen, oder? So. Jetzt müssen wir mal wirklich auf den Bogen wechseln, ja? Weil das Zeug, es hat doch... Oder? Ich brauche nicht unbedingt den Bogen. Ich bleib bei den Dartpfeilen. Ich bin so ein krasser Waldelfe. Ich werfe mit Dartpfeilen. Ja, ich sehe aus wie Zelda aus Legend of Link. Ich weiß. Ist ein Scherz. Link aus Legend of Zelda. Ich weiß. Oh je. Yeah. Ja, und dann. Ich glaube, hier gibt's nichts weiter, oder? Der eine Ring. Gab's hier noch irgendwas? Nee, alles gemacht, oder? Geh mal weiter. Ready to leave, Sir Douchebag? Auf zum KKK. The Stick of Truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the Great Battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep.
Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Kehr nach Hause zurück, bevor du Hausarrest bekommst. Oh, it's late, hon. Your parents will be worried. Was hast du davon? Mir sagt keiner, wann ich nach Hause gehe. Wir haben doch den Schlüssel zu Jimmys Garage gefunden, ne? Wir müssen jetzt mal ganz fix gucken, wo war denn Jimmys Garage? Wo war denn Jimmys Haus? Weiter links, ne? Ich hoffe, wir können an unserem Haus vorbeilaufen, ohne dass die Eltern Stress machen. Hier ist Jimmys Haus. Hier ist Jimmys Haus. Ja, das ist unser Haus, ne? An dem wollen wir vorbeilaufen. Okay. Ja. There you are. Nein. We've been looking all over for you. Lass mich in Ruhe. Do you know how late it is? You are grounded. Lass mich in Ruhe. Der hätte mich jetzt fast weggezogen, bevor ich das Zeug nutzen konnte. Go to bed and think about what you've done. So eine Meckerfritze. Computer spielen. Quake ist jetzt Single. Och, tut mir leid, das zu hören, Kumpel. Diebe arbeiten allein. Sie hat mich zurückgehalten. Token. Ich gehöre zur Klasse der Heiler. Du kannst mich nicht einfach zum Schmied ändern, Cartman. Kämpfe dich dagegen an, Token. Du bist der geborene Schmied. Ich schaue dir nur an und denke, Schmied. Verstehst du? Keine Ahnung warum. Weil er schwarz ist. Cartman. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Schule Rotschöpfe als Gangaufsicht einsetzt. Wenn du gebissen wirst, bist du schon tot. Also komm nicht hierher zurück und infiziere den Rest von uns. Habt das gehört? Lasst euch nicht von Rotschöpfen beißen. Die haben mich eingesperrt. Mach die Tür auf, ihr Schweine! Na gut. Na gut, dann gehen wir halt schlafen. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. I'm having the dream again. Okay, this is dreaming. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Oh. Nein! Nicht bei mir! Geh weg!
Ich bin der König der Scheißer, ihr könnt mir gar nichts. Nein, Fackel. Aha. Das habt ihr davon. Is this your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Ja, jetzt kann ich teleportieren. Ja, genau, Alien-Sonde. Wow, look at that! You must have broke off part of the probe and now you can control it with your cool. Sphincter muscles. Pretty cool. I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Oh, die Karte. Gute Karte. Warum trage ich scheiß Pyjama? Ich war doch gerade eben noch ein Waldelf. Beziehungsweise, was macht der Alienhelm? Aha. Also ich weiß, dass die Waldelfen-Ausrüstung jetzt vielleicht nicht gerade die beste Ausrüstung ist für mich. Muss sie aber auch gar nicht sein. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Waldelf sein. Vielleicht die schwule Brille ein bisschen ändern, ne? Geil. Jetzt bin ich ein richtiger Waldelf. Genauso sieht ein richtiger Waldelf aus. Aha, aha, jetzt habe ich noch ein bisschen Wald im Gesicht. Ja. Was für ein Bart würde ein Waldelf tragen? Oh! Ja! Hä? Hä? Geilomatico! Lass mal die Brille so. Ja, komm. Also, Hammer, oder? So muss ein Waldelf aussehen. Alter, das Bild hier! Das Bild! Das Bild! Guckt euch das Bild an! Und das Bild hier, ne? Kann man rausgehen, aber ich sollte vielleicht erstmal befreien, oder? Oder soll ich erstmal rausgehen? Ich weiß gar nicht. Okay. Ja, erstmal zurück und befreien.
so, das befreit ihn gar nicht. Ich dachte, das befreit ihn. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Benutzter Jargon. Warum sind überall Dildos? Ernsthaft? Warum sind in diesem Spiel überall Dildos? Alter Schwede. Mumu? 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 Eure Schilder bringen euch gar nichts. Spürt die console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. Free me from that console. Probably not, though. It's incredibly advanced alien technology. No way some kid could work it. Day two. So hungry.
I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Wie komme ich da hin? Spät gedrückt. Okay. Sehr schön. Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere. For some reason, I listen to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless filler. They're filler that's driving me to madness. Die Frage, mache ich jetzt hier oder da unten? Ist da ein Unterschied? Achso, okay. Oh God. Oh God, I got an itch. Oh, zerbrochene Analwunde. Oh. Oh. Das ist die Frage, welche Konsole jetzt? Es gab unten eine Konsole, es gibt hier oben eine Konsole. Welche benutze ich? I think you're onto something. I knew I could trust you. Keep it up. I'm still stuck. Better try the other console. Okay. Super. So mag ich das, dass ich nicht gleich den richtigen Weg finde und dann kann ich schön viel erkunden und so, weißt du? Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Komme ich jetzt dahin? Ich habe jetzt diese Tür geöffnet. Wie komme ich darüber? Weiß ich nicht. Komisch, aber egal. Score! Aliens hate electricity! Alien Energiekristall. Nice. Na dann. Oh Gott. Come on, try again!
Was? Das kann ich mir nicht merken. Tut mir leid, Randy. Ernsthaft? Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Oh God. Okay, I didn't want you to have to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity. Kriegen wir hin, oder? Er hat gesagt, ich soll Elektrizität benutzen. Ich habe keine Elektrizität. In den Fernkampfwaffen zumindest nicht. Aber ich bleib dabei. Nichts kann die Dartwaffen. Niemand, nicht kann die Dartpfeile besiegen. Ich drücke immer falsch. Ich drücke viel zu früh. Guck dir das an, also selbst ohne Elektrizität, keine Chance haben die. Brennt! Brennt! Jetzt machen wir mal Elektrizität, ja? Alien Handschuhe. Das komplette Alien-Set fertig, ja? Das hier hätte ich benutzen können. Ah ja. Oder nee, das dann. Das wäre schöne Elektrizität gewesen, ja. Saturday night, feeling all right, feeling okay. Sing weiter, Randy. Audio log about some papers she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power up I didn't really need. Wo ist mein Zettel? Okay, merkt euch das mal. 776. Was habe ich hier einen Zettel liegen? Sechs.
found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's this? Ein Zimmer meines Schreibholz, Kaffee-Gorda! Der Müllhaufen hat sich gerade bewegt, habt ihr das gesehen? Scheiße! Ach du Liebe! Autsch! Ach du Liebe! Scheiße! Ach du Liebe! Das ist der Mann. Mein Arm fällt ab! Und das ist hier zensiert. In der Originalversion wäre das jetzt ein Nazi-Zombie. Schönen Tag. Deshalb spricht er hier Deutsch. Den beschnitten? Schwanz ab! Ach du Liebe! Ach! Okay, aber wo ist jetzt dieser Schrank? Ich kann upgraden, ja. Ich heb mir das auf, für was hier später kommt. Ich weiß nicht. Ich heb's mir einfach auf. Dann holen wir mal Randy, ja. Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home. Wo könnte dieser extra Schrank sein? Hier drüben war ich ja schon, ne? Oh, you did it! Oh, thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! Ich hoffe, wir finden jetzt diesen Schrank. Also, gibt's jetzt nur noch diesen Weg hier, oder?
Oh, hätte ich fast übersehen. Käferbord. Wo ist dieser Schrank? Weiß das jemand? Verdammt. Das für ein Ding. Funktioniert doch. Niemand kann den Waldelfen aufhalten. Oh. Die Stewardess. Nazi-Schleim. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Oh, jetzt was interessant, huh? Entführt durch Aliens. Jo. Also? Oh, Nachrichten, Nachrichten, Haufen neue Nachrichten. Jetzt, wo es interessant wird, machen wir Feierabend. Ja, wir sind wieder bei 3 Stunden angekommen. Ich glaube, das reicht für heute. Verstehe ich nicht ganz. Warum steht hier 2044? Ach, Tatsache, das ist die Uhrzeit. Wow, ich kann die Uhr lesen.
Wir machen hier Feierabend, würde ich sagen. Mal schauen, ob es morgen weitergeht oder ob ich morgen vielleicht mal wieder eine Runde Diablo 2 spiele. Sorry, oh Gott, zu viel Wasser getrunken. Ob es morgen vielleicht eine Runde Diablo 2 gibt, ich weiß noch nicht genau. Das sehen wir dann morgen. Entscheide ich dann spontan. Oder so wie ihr wollt. Müsst ihr mal was schreiben, ne? Einfach mal bei auf Twitch oder im YouTube unter dem Video mal was schreiben, was ihr als nächstes wollt. Also wieder eine Runde South Park oder eine Runde Secret of Evermore oder eine Runde Diablo. Das sind jetzt so die drei Optionen für morgen. Und dann schaue ich mal, falls überhaupt jemand was geschrieben hat. Wenn nicht, dann entscheide ich selber. Und ja, danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ihr mit dabei seid. Und wir sehen uns dann morgen, ne? Ciao, Leute. Schönen Tag noch.